Ich habe das gerade bei mir gemerkt, dass in der Schule ich mich oft verstellt habe und einfach Sachen gesagt habe, damit Leute mich mögen. Ich bin geliebt, no matter what. Ich bin der Gott so dankbar dafür, was er in meinem Leben da getan hat. Ich habe auf Instagram Videos gesehen von Leuten, was halt richtig coole Sprünge machen und habe da relativ schnell einfach ein Feuer dafür gefangen und eine Leidenschaft entwickelt. Und ich trainiere auch 6 bis 7 Mal die Woche echt sehr aktiv und intensiv durch und habe auch jetzt Arbeiten angefangen und trainiere Leute von jung bis alt und gebe denen einfach weiter, was ich lernen durfte. Und es macht mir einfach richtig Spaß. Was mich so fasziniert an dem Ganzen ist, man kann sich kreativ ausleben, es gibt keine Grenzen, was einem gesetzt sind. Es ist im Gesamten einfach ein Miteinander. Das heißt, wenn man zusammen trainiert oder auch auf Wettkämpfe fährt, ist es nicht so, dass man gegeneinander arbeitet. Man unterstützt sich gegenseitig, pusht sich gegenseitig. Und wenn einer gerade am Anfang ist und was lernt, was andere schon seit Jahren können, freut man sich trotzdem mit. Aber so ein Miteinander ist so ein Gefühl von Familie. Na, Angst und Respekt haben ist ja was ganz Menschliches, was ganz Alltägliches, was in vielen Situationen im Leben vorkommt. Und gerade im Parcours habe ich da schon gemerkt, wie präsent es ist, gerade von Anfang an, wenn man neue Tricks lernt und mal sich an einen Salto wagt. Aber kriegt man manchmal ein sehr mulmiges Gefühl und dann hat man schon sehr viel Respekt und dann ist man auf einmal mit Angst da und es geht nichts mehr. Was mir dabei sehr viel hilft, ist, bevor ich was mache, zu beten und einfach auf Gott zu schauen. Und meine Angst und meine Nervosität, was ich habe, ihm abzugeben und mich von seinem Frieden erfüllen zu lassen. Ich merke selber, dass ich bei dem Ganzen, bei Parcours, viel mehr Freude habe und viel mehr Spaß in dem Ganzen, weil ich es nicht mache, um andere Leute zu beeindrucken, sondern weil ich mache es, weil es mir Spaß macht. Ich habe das gerade bei mir gemerkt, dass in der Schule ich mich mega oft verstellt habe und einfach Sachen gesagt habe, damit Leute mich mögen und damit ich nicht links liegen gelassen werde, sondern damit ich angenommen bin und dass ich bei der Freundesgruppe mit eingeschlossen bin und dazugehöre, wo ich voll gemerkt habe, hey, es ist eigentlich egal, wie ich bin und was ich mache, um angenommen zu werden und habe da mega meine Identität in Gott gefunden und gelernt, ich bin geliebt, no matter what. Ich bin der Gott so dankbar dafür, was er in meinem Leben da getan hat und dass ich da so viel Selbstvertrauen in mich selber auch bekommen habe, durch ihn. Es ist für mich so ein Privileg, da sein zu dürfen und hier an dem Ort leben zu dürfen, also was so schön ist. Ich merke einfach, wie Dankbarkeit so wichtig ist und wie es mir selber, wenn ich Gott für was danke, so viel Frieden gibt und Freude, was mir einfach nichts anderes gibt. Und es ist so ein simples Ding, aber hat so viel Auswirkungen in meinem Leben. Wenn ich in der Früh aufstehe, mache ich es immer so, dass ich einfach ein kurzes Gebet mache, Gott Dank für den Tag, ihm den Tag hinlege und ihm bitte, hey, dass er einfach tut, was gerade dran ist. Und er den Tag führt und leitet. Und ich merke, wie ich selber mit so viel mehr Freude und Elan in den Tag starten kann. Und der Tag einfach so viel besser verläuft und einfach so viel mehr Spaß macht, so viel mehr Freude bereitet. Ich bin der Tobias und Gott ist Montag kennen.